Ja, heute stelle ich euch mal hier diesen Wohnmobilplatz vor. Wie ihr seht, das ist hier so eine Runde. Erkennt man nachher oben vom Deich besser, das zeige ich auch noch mal kurz. Da sind so einige Plätze jetzt momentan durch den vielen Regen. Klar steht hier das Wasser. Da ist das Anmeldehäuschen, das kleine, was zurzeit natürlich nicht besetzt ist. Immer nur so sporadisch, den einen oder anderen Strandkorb. Aber das zeige ich euch gleich noch von der anderen Seite. Dort neben dem Anhänger die Stufen hoch, kommt man direkt auf den Deich. Hier auf der anderen Seite ist so ein kleines Hafenbecken. Und direkt hinterm Deich natürlich auch das Wasser. Hier kann man sich so ein bisschen unter das Dach setzen. In der Garage sind so ein paar Infosachen. Und alles andere steht dann hier vorne. Schlüsselrückgabe bezieht sich auf den für das Sanitärhäuschen. Ja, Container ist es eigentlich. Aber den zeige ich euch jetzt auch gleich eben noch. Das ist hier so der Stellplatz mit seinen 30 Plätzen. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, finde ich, die Einfahrt, wenn man hier reinkommt, weil man da vorne durch so eine Schleuse fährt. Deswegen heißt der Platz ja auch Schleuseninsel. Und hier ist das Sanitärcontainerchen. Armer Männlein, armer Weiblein, da ist Toilette und Dusche drin und ein Waschbecken. Hier vorne ist der Brauchwasser-Entsorgungsplatz auch. Und Frischwasser kann man hier auch beziehen. Der Platz an sich kostet inklusive Strom, Toilette, Dusche 16 Euro pro 24 Stunden. Und so sehen diese Sanitärgebäude von innen aus. Eine einfache Dusche, Toilette, Waschbecken und so eine kleine Trommel hier, damit es ein bisschen wohnlicher aussieht. Also, ihr seht selber, alles sauber, alles gut. Und das hier ist die Einfahrt. Dort das Schild Schleuseninsel und dann geht es hier durch dieses Tor Richtung Stellplatz. Von hier sieht man nochmal schön diese Entfernung zu dem Stellplatz. Dort das Sanitärcontainerchen und dort vorne der Rest vom Jadebusen und der Stellplatz natürlich auch noch. Ja, das ist aber der Stellplatz im Großen und Ganzen von oben. Ist jetzt auch nicht so ganz viel los, ne? Aber wie gesagt, man ist sofort hier über den Deich am Wasser. Und das ist so das A und O an dem Platz, finde ich. Es ist zurzeit sehr ruhig hier. Ich weiß nicht, ob das zur Hauptsaison auch so ist, aber ansonsten ist der Platz völlig okay. Wie gesagt, Sanitäreinrichtungen könnte ich mir noch ein bisschen besser vorstellen, aber es ist sauber und es funktioniert alles und da kommt es ja letztendlich drauf an. Ja, dann würde ich sagen, das war es schon wieder mit diesem ganz kurzen Video von der Stellplatzvorstellung mit einem schönen Blick dort hinten auf das Wetter, so Richtung Cuxhaven, da schüttet es ordentlich. Aber hier auf meiner Seite sieht es noch ganz gut aus. Daher werde ich den Tag jetzt noch weiter nutzen. Also, macht's gut, euer Markus.